Nach all der Krise, die wir im letzten Part durchmachen mussten, als wir den Bocki herausgefordert haben, begeben wir uns nun in das nächste Gebiet. Die Mad Monster Mansion. Und dieser Level ist genauso frustrierend wie das Rennen gegen Bocki selbst. Willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie. Und wir befinden uns einfach auf dem Weg ins nächste Gebiet. Besserer Anfang ist mir nicht eingefallen. Egal. Gehen wir in die Mad Monster Mansion. Zu Deutsch, böse Monster Villa. Und dieser Level ist ziemlich frustrierend. Aber nicht das allerfrustrierendste. Das allerfrustrierendste Level ist, laut vieler Fans, Rusty Bucket Bay. Und da sehe ich jetzt schon kommen, dort werde ich sehr viele Versuche brauchen. Aber reden wir nicht darüber, sondern gehen lieber erstmal in diesen Level. Und wir sehen uns erstmal in dieser Villa um. Was ist da drin? Dieser ungebetene Gast hüpft bald als Spatz vom Ast zu Ast. Ach, halt die Klappe, Quanti. Das ist nicht deine Villa. Oder doch? Du hast gar nichts zu sagen. Ich bin der Held hier und ich werde hier auch das Abenteuer beenden. Dieses Skelett kann man übrigens nicht besiegen. Deswegen lassen wir ihn lieber mal in Ruhe umherwandern. Eigentlich sollten wir jetzt als erstes hier reingehen. Und hallo, wer ist denn da? Ein Gespenst. Wer wagt es, Nipper zu wecken? Wo mag dieser Wicht nur stecken? Ja, an diesen Idioten kommen wir nicht dran. Da müssen wir nämlich einen anderen Weg finden. Denn es gibt nämlich noch einen Weg durch den Schornstein, denn man muss sich hier hineinschleichen. Solange er nämlich weiß, dass wir hier sind, können wir ihn nämlich nichts anhaben, seht ihr? Solange wach ich bin, ist für dich kein Puzzleteilchen drin. Ich hasse dich, du Griffelo. Aber hier gibt's ein paar Noten zu holen. Ja, wir müssen nur einen Weg aufs Dach finden, damit wir durch Schornstein hier in diesen Saal hineinkommen, damit wir uns zu ihm schleichen können. Denn aus dieser Richtung ist dies nicht möglich, da die Stühle zu weit weg sind. Das heißt, wir dürfen hier nur auf Polster laufen und nicht den Fußboden berühren. Pipi Langstrumpf-Syndrom. Ach, egal. Wollen wir doch mal einen Blick in dieses Fenster hineinwerfen. Und hier erwartet uns... Wow! Mach mal langsam, du Ungetüm! Au. Also, hier gibt's offenbar nichts zu sehen. Alles klar. Dann sehen wir uns im nächsten Gebiet um. Ja, wir klettern am besten als erstes aufs... Au! Aufs Dach. Denn hier gibt es auch noch ein paar Dinge zu holen. Zum Beispiel diese Noten oder diese Eier. Oder wir schlagen einfach mal ein paar Fenster ein. Und brechen einfach mal in das Gebäude ein. Mann, bin ich ein Schwerverbrecher. Eigentlich müsste ich da schon längst verhaftet werden bei sowas. Aber ich glaube, es gibt nicht mal eine Polizei bei Banjo-Kazooie. Also, im Spiel ist ja klar, da gibt es keine. Aber ich frage mich, ob die in ihrer Welt über Polizisten haben. Ich meine, die haben ja noch nicht mal Elektronik. Oder doch? Hi. Burke, der Bär ist zu dick. Er passt in Loco nicht rein. Bäh. Du willst mich doch nicht etwa runterspülen, oder? Das hast du doch nicht etwa vor. Ja. Duschen wir ein bisschen. Loli, loli, lo, loli, lo. Wasser ist zum Waschen da. Ach komm, hör auf, Mega Mario. Da hinten ist, glaube ich, auch noch ein Fenster, in das wir hineinklettern können. Ja. Alles klar. Ist doch blöd, dass wir jedes Mal so zurückgestoßen werden, wenn wir gegen diese Fensterscheiben springen. Denn macht man das sehr ungeschickt, dann rutscht man gleich ins komplette Dach runter. Ja, und da unter den Holzspachen... Banjo, das sieht ein bisschen pervers aus. Aber
wir können natürlich nicht so einfach unter die Holzsprachen gelangen, sondern da brauchen wir die Verwandlung von Mumbo dafür, die wir irgendwo in dieser Welt bekommen. Dort verwandeln wir uns nämlich dann in einen Kürbis und können durch enge Gänge hindurch schlüpfen. Das kann von Nutzen sein. Und diese leere Honigwabe darf ich keinesfalls vergessen. Hört ihr? Und sollte ich nach Abschluss der Welt vergessen haben, dann schreibt in die Kommentare, dass ich die leere Honigwabe vergessen habe. Das wäre echt lieb von euch, denn ein bisschen helfen dürft ihr mir schon. Auch wenn ich dieses Spiel komplett kenne, mach selbst ich mal Fehler hier. Yay! Party! Pyjama-Party! Kissenschlacht! Au. Stirb! Oh, der erste Chincho. Den habe ich ja gerade gar nicht bemerkt. Ich muss nur schauen, wie ich da jetzt hinaufkomme. Ich sehe nämlich keine Sprungplatte, oder? Zwar bin ich blind, da ist doch eine. Gut. Hui! Okay. Jetzt. Lass uns den Schornstein suchen, denn wir wollen ja uns das erste Puzzle oder den Speisesaal holen. Irgendwie sind die zwei Chinchos ziemlich nah beieinander. Also, das ist ein bisschen niveaulos. Na gut, wer hat denn gesagt, dass dieses Spiel überhaupt Niveau hat? Ich will nicht Schlechtes sagen. Versteht mich nicht falsch, aber... Hey, da ist ja noch ein Fenster. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Wenigstens wären wir hier nicht so ekelhaft zurückgestoßen. Oh, hier gibt es ja noch ein paar Noten. Ein paar Umzugskartons. Sieht so aus, als wäre Quanti hier erst eingezogen. Aber dann könnte sie wenigstens mal sauber machen hier. Das ist ja widerlich. Und ich dachte, in meinem Zimmer sieht es schon schlimm aus, denn hier habe ich ein ziemliches Stauproblem. Also ich mache zwar regelmäßig sauber, keine Frage, aber... Der Staub in meinem Zimmer ist so schnell wieder da. Da muss ich ja 5-mal staubsaugen am Tag, dass er wieder weg ist. Habt ihr vielleicht irgendeine Idee, wie ich das beheben kann? Das war blöd von mir. Das ist so blöd, das ist so blöd. Mega Mario ist zu blöd, dieses Dach hinaufzuklettern. Okay. Ich lasse es bleiben. Oh. Oh, hier ist noch Mumbo-Schädel. Au. Oh, ich Idiot. Ich hätte es mit der goldenen Feder machen sollen. Jetzt pst, müssen wir ganz leise sein. Solange er noch schläft. Wir müssen nämlich hier auf dem Polster laufen und dürfen auf keinen Fall runterfallen. Die Frage ist nur, wie stellen wir das an? Unlogisch. Ich hab's, Puzzle. Ach, die Hexe, die wird fluchen. Ihr Gold muss sie nun suchen. Ich werde mich bald rächen und wie Stäbchen euch zerbrechen. Und tschüss, jetzt hat er aber Angst gekriegt. Ja, sogar Gespenster haben Angst vor Quantis hässlicher Fresse. Oh, da ist noch ein extra Leben da oben. Kann man eigentlich durch den Schornstein wieder rausfliegen? Das probiere ich jetzt mal am aus. Quanti, hübsches Gesicht übrigens. Ach, egal. Wir sollten lieber mal schnell weiter, denn es gibt hier noch einen Keller, den wir uns noch ansehen müssen, denn da gibt es nämlich noch ein paar Dinge zu holen. Vielleicht nicht unbedingt ein Puzzle, aber egal. Den Soundtrack von diesem Level, das ist das Einzige, was cool ist. Der Level selber ist zwar auch gut gemacht und hat eine echt gute Atmosphäre, aber der Schwierigkeitsgrad ist richtig enorm. Ihr werdet es schon noch sehen, was da auf uns zukommen wird. Wow, das tut weh. Ich will nicht in Kasuis Federn stecken. Ich kann das nicht. Oh, ich kann es nicht nachmachen. Ach, diese... Bierfässer kann man übrigens zerstören. Also die, die nicht mit so einem Metall... Was auch immer das darstellen soll. Pflaster oder was auch immer da... Die hier zugenagelt werden. Und zu diesem... Oh, das ist ja doch ein Puzzle. Puzzle Nummer 2. Und zu diesem einen Fass da hinten, das zugenietet ist, muss ich euch gleich noch eine Sache erzählen, denn
Das wissen viele gar nicht, aber hinter diesem Fass, also ich zeig's euch mal, hinter diesem Fass hier, das wir nicht zerstören können, befindet sich nämlich ein Raum mit einem Fragezeichen-Ei für das Stop-and-Swap-Feature. Um diesen Raum freizuschalten, muss man auch hier einen Cheatcode in der Burg von Treasure Dwarfcroft eingeben. Aber wie schon erwähnt, das werden wir machen, sobald wir mit dem Let's Play fertig sind. Also komplett. Das mache ich dann als extra Bonus-Part rein, denn wenn euch diese Cheats interessieren, dann solltet ihr schon dabei sein. Aber Spoiler-Alarm, diese Items nützen rein gar nichts. Komm wieder rein. Also Kasui, also bitte, sowas macht man nicht. Schon mal was von Privatsphäre gehört? Das ist Hausfriedensbruch. Oh. Die Dinger sind lustig. Ihr müsst mal hören, was die sagen, wenn man ihn in sie hineinfurzt. Nicht falsch verstehen. Also, ich sag nichts dazu, aber ich verstehe da immer was ganz Falsches. Die sagen ja eigentlich thank you, aber durch einen Dialekt sagen die thank you. Aber durch die Sprachqualität hört sich das an wie thank you. Ihr wisst, was ich meine. Mahlzeit. Thank you. Selber. Ja, ein paar Krabbsteine zerstören. Okay. Thank you. Selber. Ich war mir sicher, dass das... Oh! Alles klar. Da ist ja noch so ein... Ach Mist. Was mache ich da? Okay. Dann scheiße ich dir noch da rein. Hey, Kasui, triff doch mal. Das nimmst du sofort zurück! Okay. Hey, da ist doch noch irgendwo einer. Ich meine, ich habe ja noch keine Belohnung dafür erhalten. Wo ist denn der letzte? Ah, da. Und, falscher Move, Kasui. Yeah. Du hast mich zwar beleidigt, aber dafür erhalte ich ein Puzzle von dir. Das ist eine gute Gegenleistung dafür. Ach, apropos, habt ihr dieses Fenster da gesehen, wo Banjo und Kasui abgebildet sind? Ich weiß zwar nicht, ob ihr das wisst, aber da ist... Oh, falsch. Da ist ein kleines Secret versteckt, denn man kann nämlich hier reinspringen. Yeah, ich springe einfach durch ein geschlossenes Fenster. Ist ja voll realistisch. Ja, hier gibt es nämlich dann ein paar Dinge zu holen. Und ein extra Leben. Und ich glaube, was wirklich Lebensnotwendiges gibt es hier nicht. Glaube ich mal. Oh, das war blöd von mir. Das erste Mal, dass ich von diesen Dingern wirklich getroffen wurde. Oder wurde ich schon mal getroffen von diesen Viechern? Ich glaube in... Wie heißt der Level nochmal? Ach, Klenkers Cavern wurde ich, glaube ich, schon mal von diesen Viechern getroffen. Hau ab, du Fledermaus. Du sahst tatsächlich aus wie eine Maus. Ist mir gerade aufgefallen, mit deiner schwarzen Nase. Du hast mich an ein skrupelloses Unternehmen erinnert. Aber ich sag den Namen nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Als ob man auf so einer flachen Ebene rutschen kann. Ich liebe diese Welt überhaupt nicht. Oh, das Haus da hinten ist echt mies. Da gibt es so ein Rätsel. Da muss man mit diesem mit so einem magischen Glas Buchstaben eingeben. Ich kann es nicht erklären, aber überzeugt euch dann einfach selber. Da auf dem Dach ist auch ein Puzzle. Oh, und da ist dieses legendäre Labyrinth. Ja, das ist schon das dritte Labyrinth in diesem Spiel. Und das ist natürlich nicht so fies wie das in Gobi's Valley, denn in diesem Labyrinth kann man sich Zeit lassen, aber da spuken grüne Gespenste rum. Und wenn man keine goldenen Federn hat, ist man echt aufgeschmissen. Oh. Banjo? Könntest du da mal dich bitte festhalten? Wo ist denn jetzt eigentlich genau Norden? Puzzle Nummer 4. Also, wenn das stimmt, dann ist Norden genau da, wo Mumbos Schädel ist.
Mumbo guckt nach Süden. Oh, oh. Wenn Dummheit knallen würde, wäre das ganze Jahr Silvester. Mach mal das Türchen noch kaputt. Okay. Dann gehen wir in das Labyrinth hinein. Ich kann es immer noch nicht. Ich lasse es einfach bleiben. Aber dieses Gelächter finde ich echt lustig. Aber hat mir früher auch ein bisschen Angst gemacht. Aber das hört sich auch ein bisschen bescheuert an. Okay. Ist hier noch irgendwas? Stirb! Du gehst mich auf den Sack mit deinem Gelächter. Das hier ist ja keine Sitcom hier. Das ist ein Jump'n'Run-Adventure von Rare. Stirb! Das ist nicht lustig. Na, wenigstens habt ihr mir noch einen Mumbo-Schädel hinterlassen. Und ich mach den hier noch kaputt. Denn ich könnte meine Leben auffüllen, obwohl ich glaube, ich hab schon... Oh, oh. Nein. Okay, jetzt brauche ich die Leben. Haut ab, ihr Mistviecher! Ja, die Bienen sind ja mittlerweile wieder unterwegs. Es ist ja Frühling. Da geht's nicht weiter. Wie schade. Aber da, in dem einen Bereich ist ja noch was, aber da kommt man nur mit dem Kürbis hin. Hab ich hier noch irgendwas übersehen? Ach, übrigens, man kann auch über das Labyrinth drüber laufen. Man gelangt über das Dach dieser Villa dahin. Aber das werden wir ja dann sehen. Aber ich, oder? Ich glaube, ich mache das jetzt schon. Wenn wir schon mal hier sind. Denn dann können wir diesen einen Bereich betreten, ohne dass wir den Kürbis holen müssen. Okay. Am besten laufen wir mal ganz langsam dahin. Obwohl, das geht. Ja, hier gibt es nämlich noch einen Mumbo-Schädel. Wir haben schon stolze 24 Stück. Okay, dann raus hier. Dann gehen wir zu dieser Hütte da. Ich will vorschlagen, die Mission mit dem Kürbis machen wir zum Schluss. Denn die finde ich am allerschwersten. Klingt blöd, ist aber so. Okay. Wie witzig. Ja, sowas meinte ich. Wisst ihr jetzt, was ich meine? Sei grüß, Weltträger. Löse das magische Rätsel. Und das Puzzleteil gehört dir. Ja, was müssen wir wohl eingeben? Ja, ist doch heißt doch bestimmt wieder Banjo-Kazooie, oder? Ach, den lilanen Geist kann man... Au, übrigens nicht killen mit der goldenen Feder. Das werdet ihr nämlich vergeblich versuchen. Okay, N. Man darf übrigens nicht auf die Quantis kommen. J. Au. Und man hat so ein begrenztes Zeitlimit hier. Ihr glaubt es nicht. Wo ist das K? Ich kann die Kamera nämlich nicht bewegen hier. Da ist das K. Hau ab, hau ab, hau ab! Wo ist das A? Wo ist das A? Wo ist dieses Drecks? Ein A wie Affe. Z wie Zicke. Oh, die Zeit läuft davon. O wie Origami. O? Oh nein, das schaffe ich nicht. Nein! Oder? Hau ab, du Gespenst! Ich hätte das... Verdammt! Das Blöde ist, man wird jetzt an den Anfang des Levels zurückgebracht und ich hoffe, dass die Noten jetzt auch nicht zurückgesetzt werden. Gut. Das wäre nämlich richtig kacke. Also das ist echt unfair, dass man wieder zurück an den Startpunkt des Gebiets gesetzt wird. Dann versuchen wir es nochmal. Das Blöde ist, aber wenn man von dem Geist ja schon einmal gegrillt wird, dann hat man eigentlich schon fast keine Chance mehr, das zu schaffen. Aber so schwer ist das eigentlich nun auch wieder nicht. Das lag auch dran, weil ich am Anfang so ewig stehen geblieben bin. Och, ich bin doch so blöd. Kann ich das Gebiet verlassen? Ich möchte bitte nochmal von vorne machen. Denn ich weiß nicht, wo das B ist. Und nochmal rein. Am besten schaue ich mich jetzt erst um. Wo ist das B? Also das B ist echt mies verstückt. Hä? Ach da. Los geht's.
Und jetzt sollte das klappen. Ah, wie, aha. Wo ist das N? N. N wie Nase. Ich bin blind auf beiden Augen. J wie Junkfood. O wie Obstsalat. Wo ist das K? K wie Klaus. H wie Apfel. Okay, ich halte schon die Klappe. Sonst sind wir noch abgelenkt hier. Ja, du darfst noch vorbei. O? Ein O brauchen wir noch. Ja, ich mag einfach die Musik. Und das wird knapp. Das wird sehr knapp. Oh, oh. Aber schaffen wir es noch? Und yes! Es ist vollbracht. Das Puzzleteil sei dein. Ich bin erlöst. Yay. Schön für dich. Das nächste Puzzle gehört uns. Gehört? Ja, nehmen wir noch die Noten hier mit. Die sind nämlich sehr wichtig. Okay. Und ich sehe, ich habe nur noch zwei Leben. Ich sollte mal schauen, wo ich Leben herbekomme. Denn ich will jetzt hier nicht tot gehen. Ja, ihr bringt ja eh keine Leben. Also bringt es ja nichts, wenn ich euch angreife. Okay. Noch ein paar Noten. Und diesen Mumboschädel. Da kann ich mir Leben holen. Hau ab, du Skelett. Heini. Gib mir deinen Honig und ich geb dir meinen. Oh oh. Haut ab. Nicht falsch verstehen, okay? Ach, da hinten ist, glaube ich, so ein Schalter, der mich in die Kirche lässt. Oder? Der war hier doch irgendwo. Ach, hier kann ich doch das Tor zerstören und mir diesen Chinchu da holen. Alles klar. Was? Ich hab schon alle Chinchos? Lol. Das war jetzt ein Zufall und ich habe das gar nicht mitbekommen, dass ich die anderen Chinchos gesammelt habe. Du hast recht, Bencho. Oh, ich würde mal sagen, das Wasser ist giftig. Milch ist Gift. Ihr habt nichts gehört. Oh, suchen wir noch den Schalter. Also, hier ist er definitiv nicht. Ich glaube, der ist da hinten. Yep. Da werde ich mich mit diesen Flitze schon daran machen müssen. Hallo. Wieso funktioniert das nicht? Na, dann muss ich erst drauf treten und dann die Schuhe holen. Komm, das schaffen wir noch, Bencho. Oh, und die Zeit ist verdammt knapp, wie wir sehen. Also, dürfen wir hier keine Zeit verschwenden. Drei. Oh, das schaffen wir locker. Yes! First try geschafft. Und da oben ist ein Klavier. Lass uns doch mal ein bisschen darauf rumklimpern. Stimmt's? Habt ihr Bock drauf? Mal schauen, ob wir darauf irgendein Liedchen spielen können. Ich frag mich nur, welches Lied. Ich kann nämlich gar kein Klavier spielen. Nö. Hau ab! Du gehst mich auf den Zeiger. Ehrlich. Warum sind die Stühle eigentlich so groß? So groß ist ja noch nicht mal Quanti. Versteht ihr vielleicht den Sinn dahinter, dass die ganzen Bänke so groß sind? Ich meine, selbst die Haustür von der Villa ist nicht mal so groß wie die Sitzbänke hier. Sinnlos, unlogisch. Ich will da herauf. Die Musik ist übrigens echt episch, aber auch ein bisschen gruselig, wegen der Orgel. Ich glaube, dass sogar die Hand da oben am Klavier dieses Lied spielt, auch wenn sie sich gar nicht bewegt. Hi.
Hallo. Dürfte ich mal bitte mit dir reden? Mozart spielt auf seinem Orgelkasten. Kannst du merken dir die Tasten? Ich muss ihn mir gar nicht merken, denn ich kann mit ihm gleichzeitig spielen. Da hat Hardware offenbar nicht aufgepasst. Okay. Was auch immer das für ein Lied sein soll. Komischerweise spielen die Tasten bei mir einen anderen Ton als bei Mozart. Irgendwie ist das unlogisch. Hört mal. Jetzt hört mir genau hin. Wenn er einen Ton spielt, dann klingt es bei mir anders als bei ihm. Du hast Talent. Doch nun sieh her. Mache es mir nach. Es ist nicht schwer. Wirklich? Habt ihr gehört, der Klang passt irgendwie nicht. Du bist ein Betrüger, Mozart, dass du einen anderen Ton hast als ich. Komm schon. Ich hasse dich, Mozart. Dein Spiel ist so ewig lang. Komm schon. Alles klar. Bist du jetzt endlich mal fertig? Langweilig. Da kann ja selbst ich ja noch schneller spielen und ich kann ja noch nicht mal Klavier spielen. Und auch nicht Orgel. Cool. Das war sehr gut. War richtig fein. Nehme das Puzzleteil und stecke es ein. Das tue ich jetzt auch. Ich bin ja der Puzzlejäger. Und auf das Buch drauf stecken. Den, obwohl das eigentlich gar nicht möglich ist. Eigentlich müssten die Seiten ja umknicken. Aber das macht ja keinen Sinn. Das ist ja bei Nintendo-Spielen so, wie ihr wisst. Bin ich zu blöd, das Puzzle zu holen? Oh, dann, dich hole ich auch noch schnell. Dann rauf mit uns. Okay. Dann suchen wir uns noch einen Weg auf den Dachsparren hinauf. Denn dort gibt es, glaube ich, noch eine leere Honigwabe zu holen. Ich muss nur diese Flugplatte finden und ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Also rauf kommt man da, aber ich muss nur überlegen, wie. Ich habe keine Ahnung, wo die Flugplatte ist. Ach, da drüben. Ich glaube, ich habe sie nicht gesehen. Sorry. Und stopp. Ah, ein Hexenschalter. Mal schauen, was das auslöst. Oh. Im Auge von Quanti ist ein Puzzle gespawnt. Jetzt fängt komischerweise die Musik wieder von vorne an. Oh ja, Double Kill. Yeah. Da ist noch ein Bumbo-Schädel. Und sag ich doch, da ist eine leere Honigwabe. Irgendwie hat sich die Musik jetzt verändert. Ja, noch zwei leere Honigwaben und das... Glück ist perfekt. Nein, 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 nein. Das war zu hoch. Aber ich lebe noch. Okay. Dann schließen wir den Part für heute ab. Ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Und wenn ihr es mit euren Freunden teilt, wenn ihr Spaß in diesem Projekt habt. In diesem Sinne. Ciao.